Und damit ein herzliches Willkommen, einen schönen Tag und willkommen zum Livestream von Last Tide. Heute ausnahmsweise ist immer Last Tide, nicht derzeit. Okay, ich habe bei derzeit heute mal so weiter gemacht, ist in Ordnung. Ja, aber heute sind wir mal ausnahmsweise bei Last Tide und ich zeige euch gleich einmal, was los ist. Also heute Morgen habe ich auch schon mal ein bisschen was gespielt und zwar hier sind wir immer noch bei Bewaffnet und Gefährlich. 125 Schaden haben wir schon. Und ja, einmal in der Nordwesten, das heißt es wieder ab hoch zu der Bullerhaie bzw. Weiße Haie. Und ja, tötet den Megalodon. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass wir das hinkriegen. Ist egal, was soll's. So, Bestenliste. Da schauen wir erstmal auf unser monatliche. Und ja, Nekomenon macht ernst. Ich meine, heute ist der dritte im Monat und der hat 14 Siege. Heute Morgen waren es übrigens nur 12. Also ist er wieder online. Das heißt, ich kriege wieder gewaltig eins auf den Deckel. Der Mobnex ist auch da, der hat nur 7 gehabt heute Morgen, das heißt, der ist auch wieder da. Ich stehe bei 5, ist in Ordnung, das passt. Punkte insgesamt, ja, wir haben die 900.000 erreicht. Jetzt wird es langsam lustig. So, jetzt fehlen natürlich nur noch 46.000 bis zu dem Platz und dann geht es relativ zügig. Hier bei 72, hier 1.016.000. 1.030.000, also bis auf Platz 3 sind es jetzt nur noch 130.000. Das ist ein Wort. Und das werden wir irgendwie hinkriegen, also. Schritt für Schritt. Wie gesagt, diese Punkte gilt es zu knacken. Diese 1.434.354. Sobald das irgendwann mal der Fall ist, in geschätzte 3 Jahren. werde ich natürlich dann dementsprechend den Livestream ansetzen, wenn es darum geht, dass wir wirklich absolut auf dem ersten Platz stehen mit den Punkten. Das wird ein Heidespaß, also meine Verfolger sind sehr, sehr weit hinten dran, also muss ich das jetzt mal so sagen. Ja gut, Slimdas, die spielt ab und zu mal noch und selbst bei dem habe ich noch über 100.000. Mobnex hat nur, in Anführungsstrichen, nur 723.000. Also die sind auch schon fast 170.000, 180.000. Also der hat noch einiges zu tun, um mich einzuholen. Ja, aber genug gelabert. Wir wollen anfangen und das heißt Abmarsch Richtung Punkte, Punkte, Punkte. Wie gesagt, die Siege gehen mir am Arsch vorbei. Was soll der Scheiß? Es sei denn, ich pack's endlich mal Nekomenon, um mal abzuschießen. Was wahrscheinlich nie der Fall sein wird, aber egal. Was soll's? Es geht nur um die Punkte. Ich will diese scheiß 1,4 Millionen Punkte haben. Und dann sehen wir weiter. Mal kurz was gucken. Jetzt sieht die Sache besser aus. So, war noch mal kurz was umgestellt. So. Ja, Gott sagt doch mal. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. So. Okay, nichts zu sehen von ihm. Wir sind hier. Ach du Scheiße. Ah ja, gut, 23. Wir kommen mal locker runter. So,
Wir versuchen es natürlich gnadenlos wieder. Irgendwann komme ich rein. Ah, leck mich doch, der war doch ganz klar drinnen. Sauerei. Irgendwann komme ich durch. Jetzt war's ich. Irgendwann pack ich's. Und mache die Party, ey. So, dann schauen wir mal. Ja, den nehmen wir mal mit. Jawohl, die nehmen wir mit. Die zwei nehme ich mit. Gut. Da wir sowieso nach unten müssen, könnten wir eigentlich Harpune mitnehmen. Weil... What the fuck? Egal, ich glaube, ich muss noch mal kurz... Ach, scheiße. Kurz was ändern. Das Bild ist nämlich weggegangen. So, jetzt passt's. Gut, okay. Mein eines Bild auf dem Computer drüben ist gerade dezent fortgegangen, das wo ich den Chat-Übersicht sehe. Von daher musste ich ganz kurz mal abschalten. Aber macht ja nichts. Wir sind ja sofort wieder da. Jetzt läuft die Sache. Ich muss mal gucken. 2 Medigas, okay. Ja, nehmen wir alle 2 mit, da brauchen wir keins mehr. Stopp, da wollte ich hier. Also wir sind hier und gehen erst einmal hier hin. Wir haben genug Zeit. Boah, ihr wisst, wahrscheinlich ist mein Freund, wo mich immer so gern abschießt, auch da. Haben wir. Flosse und Ding brauchen wir noch. Was ist das? Ah, Harpune, gut, okay. Haben wir. So, fehlt nur noch die Flosse. So. Jetzt. Her damit. Alles her mit. Wie viel? 3, ein bisschen wenig, ne? 4. Zu einer soll es doch schon noch sein. Ich hab nicht immer Flosse einstecken. Was soll denn der Scheiß? Naja, was soll's. Ich hab übrigens bei mir mal nachgeguckt auf dem YouTube-Kanal. Also ich find's irgendwie erstaunlich, dass ich die meisten Aufrufe in der letzten Zeit immer nur bei Last Hide habe. Finde ich geil. Von hinten kommt... Oh, geil, klar. Mann, ach du Sau! Scheiß die Wand an. Das muss da unten in ein Nest oder was? Ich rufe die Sau. Ey, das ist keine Wiederholung hier, ne? Kommt immer einer nach dem anderen, das ist ja Wahnsinn. Macht mir nichts. Alles, was hier ist, ist hier. Ich krieg überhaupt keinen Ruf. Finde ich geil. So. Ich würde sagen, wir nehmen erst einmal den Nuller. Gibt schon wieder einer. Jeder Hai gibt 10 Punkte. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Punkte, 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 Punkte. Natürlich müsste man, wenn man schon nur auf Punkte gucken, müsste man natürlich auch auf Platz 1 gucken, weil ich Platz 1 gibt immerhin 400 Punkte. Platz 2 gibt halt nur 200. Ne? Und 200 Punkte sind 200 Punkte, ne? Also... Wäre es halt dann schon doch immer wieder mal schön, wenn man Erster werden würde.
gleich der nächste Hai. Oh, das läuft doch schon immer richtig nice hier. Ein Hai nach dem anderen. Schatz, haben wir noch nichts, ne? Nee. Was habe ich? Drei Druckluftflaschen. Für was brauche ich denn drei Druckluftflaschen? Ganz sauber, oder was? Ah, fress mich, du Sack! Na komm, wir haben auch gleich wieder eins. Können wir das eine gleich einpacken? Kompass, bla bla bla, brauchen wir nicht. Haben wir. Ja, Harpune, wie viel haben wir da jetzt? 40. Ich glaube, wir wechseln mal. Weil ich, wie gesagt, ich habe es ja eben schon erwähnt. Moblex hat 3 Spiele gewonnen und Wiedermenon, sag ich schon. Doch, Wiedermenon hat ebenfalls 3 Spiele heute. Oder 2. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die noch da sind. Das hat mit Schilder eingesammelt. Antriebsköder brauche ich doch gar nicht. Fuck mit dem Mist. Ich nehme mal einen Schatz. Ey, was soll denn der Mist? Stahlpfeile. Ja, komm, nehmen wir nur 30 mit, das reicht. So, ja, nehmen wir die 30 mit, voll. Sag mal. Hinter mir. Ah, aber den Schuss hat er abgekriegt, die dumme Sau. Geil. Ja, damit. Komm her, du Luder. Jetzt stehe ich wieder auf Platz 1. Finde ich gut. Ha, du Sau. Gut. Ja, es gibt alles Punkte. Opfer. Du weißt, jeder Hai bringt Punkte. So, 48 Schuss haben wir noch. Ey, noch keinen Schatz gefunden. Gibt's das? 6-mal, das reicht. Aber echt kein einziger Schatz, das ist der absolute Brüller. So, jetzt kommen wir erstmal so in eine Art Hai-freie Zone, bis wir da unten sind. Zumindest bis wir bei deiner Ich will doch nur den Hai. So. Sorry, Frank. Aber du bist im Arsch. Und für mich bedeutet das 100 Punkte mehr. Finde ich in Ordnung. Brauchen wir ein bisschen Energy. Und wenn wir schon dabei sind, nehmen wir die auch gleich noch mit. Scheiß drauf. Das sind sowieso bloß ein paar schlechte Computergegner. Von daher drauf gepfiffen. Na, dieser FFVXX daneben, der will es wissen, habe ich das Gefühl. Hey. Der hat eine verdammt große Wumme. Eine Dreier. Ja, wie gesagt, an der Art der Schüsse hört man es ja, ob
ein Spieler online ist. Also irgendwie hoffe ich ja, dass da wieder Menon offen, dass der da ist. Weil ich, irgendwann kriege ich den Mann. Und wenn das ist das Letzte, was ich tue. Natürlich, wenn es dann zum Endkampf kommt und es ist stockdunkel, da habe ich sowieso, verloren. Also. Da habe ich meistens nie eine Chance. Weil ich, bis ich dann irgendwie sehe, wo der ist, ist es wahrscheinlich dann schon zu spät. Weil ich, der ist unglaublich schnell. Da gibt's Harpune, guck mal hin. Wie viel haben wir? 6 Stück. Reicht mir. Ach geil, ein Schuss. Finde ich super. Das sind mir die Liebste. Ich jetzt immer so sagen darf. Wieder einer. Oh, wir sind noch bei dem Marco. Ich hab schon gedacht, ich stecke Boden fest. Das wäre ja ein dicker Hund gewesen. Läuft noch alles. Ah, ich sehe es. Nico Menon ist da. Also, können wir unseren Sieg schon einmal abhaken. Scheiße. Vor allem, wenn wir keine große Waffe kriegen, dann können wir es gleich vergessen. Aber ein Treffer erzielen, das wäre doch mal eine feine Sache. Muss ich mal gucken, das geht's doch da irgendwo runter. Ja, da. Und der blöde Sack hat schon wieder eine große Harpune. Ne? Also entweder ist das auch so ein Hacker oder... Also ich weiß nicht, also ich trau der Sache, nicht. Weil ich, der weiß, der sieht sofort, wo du bist, der sieht dich gleich... Und braucht nicht einmal einen großartigen Schuss, um dich, um der Nebbe zu schießen oder sowas. Also der trifft mit jedem einzelnen Ding. Also das ist schon ein bisschen seltsam, wenn ich das immer so sagen darf, ne? So, also wir haben auf jeden Fall mal von jedem mit 2er Pack. Das ist gut. Taschenlampe brauchen wir nicht wirklich, ne? Nein. Ich sagte, große Harpune wäre eine feine Sache. Na also, wer sagt's denn? Eh. So, erst mal auffüllen. Jetzt nehmen wir Taschenlampe. Scheiße, ich hab gedacht, das wäre ein Ding gewesen. Natürlich jetzt noch ohne. Ich brauche kompakt wie sie irgendwas in der Art. Sonst bringt die Sache natürlich auch nichts, ne? Was ist das? Achso, ja. Wir haben jetzt eine 2er Tasche von daher. Da ist noch das Rotpunktvisier. Das ist immerhin mal ein guter Anfang. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. So, also Kompaktvisier wenn man natürlich absolut lieber. Vor allem, weil wieder Menon da ist.
Das nehmen wir einmal mit. Ich denke mal, dass wir da oben noch eine Knarre finden werden. Da ist nix. Ich finde es ein bisschen komisch, dass ich noch kein einziges Ding gefunden habe, ne? Kein einziger Schatz, nix. Nächste. Die nehmen wir mit. Da war doch. Ne, war nicht. Scheiße, ich hab keine große Wumme. Doch noch mit an. Was haben wir? Wie viel von den Dingen haben wir? Zwei. Also es hilft alles nichts. Ich brauche große Wumme. Das heißt. Dann warte mal kurz ab, bis das blöde Viech da vorbei ist. Also ich will auf jeden Fall noch eine große. Drei Schuss. So, jetzt gehen wir Richtung Schiff. Weil erstens will ich noch eine große. Und zweitens eventuell. Ich höre nicht, sehen aber nicht. Hey, der schwimmt weg, den lassen wir mal in Ruhe. Vielleicht ist es irgendwie besser, mit einer großen Bombe auf den Wiedermännern zu schießen. Vielleicht hilft es mehr. Aber das ist schon auffällig, dass der jedes Mal eine Dreier Harpune hat. Ne? Also, das ist sehr, sehr auffällig ist das. Also, da ist doch das, was ich wollte. So. Schnelllader, Blasendämpfer. Kann man die auch gleich noch mitnehmen? Und jetzt haben wir zwei von denen einzelnen. Jetzt wird es Zeit, dass wir Ding holen. Von deiner Gelbe. Ja, genau die. Müssten wir auch noch eins, zwei Stück mitnehmen, egal wie. Und wie viel Zeit haben wir noch? 4:24. Ich bin gerade am Überlegen. Habe ich das blöde Ding jetzt gesehen? Da. Ich glaube, wir nehmen mal das Ader. Nehmen wir das noch mit. Den haben wir. Na also, da ist doch das, was ich gesucht habe. Machen wir den da drauf. Und das Kompaktvisier nehmen wir mit. So. Was habe ich denn jetzt schon wieder eingesammelt? Ködergranate. Was will ich denn mit so einem Scheiß? Könnte ich wohin schieben? .360, .92, Gott, das ist in Ordnung. Da ist nix. Große Tasche haben wir schon. So, jetzt müssen wir erstmal 100 Punkte setzen. Gerade viel los, habe ich gemerkt. Leck mich am Arsch.
Noch einmal. Der Held ist heute so unruhig. Dann nehmen wir Anna mit. Oh, Scheiße. Drei Stück von denen. Come on, come on. Linda! Erzähl mal erstmal zu, dass wir hier fortkommen. Hau bloß ab, du Arschloch. So, jetzt ist er weit genug. Jetzt können wir ihn abschießen. So, fort ist er. Wieder 10 Punkte mehr. 74 Schuss, ja, das müsste reichen. Roting Lion. Den habe ich auch schon öfters gesehen. Dann werden wir uns da unten mal ein richtig schön geiles Plätzchen suchen, wo wir den Kerl vielleicht einmal abschießen können. Ich glaube, das ist auch noch ein Gebiet, ne? Ja, wie auch immer. Man weiß es ja nie, vielleicht hat man ja mal Glück, das waren normale Gegner. China-Front. Ich wollte gerade schießen. Ah, der hat nur eine kleine. Oh, dieser Wichser. Ah, fuck. Ich habe keine Zeit gehabt zum Zielen. Ah, das gibt's doch nicht. Oh, wart ihr schlecht. Ey, ich freck hier, ich glaub's nicht. Voll in die Eier. Ah, jetzt brauche ich Medipacks. Unglaublich viel Medipacks. Ich glaube, ich hab gar keine mehr. Leck mich am Arsch. Nimm mal erst mal eine von denen. Das hat jetzt gekostet, ey. Scheiß die Wand an, ey. Wie viele haben jetzt noch? 4. Na gut, 2 habe ich noch gehabt. Oh, den müssen wir noch mitnehmen. Den nehmen wir mit. Das lassen wir mal so. Durchsetzen wir den noch drauf. Boah, geil. Ich bin noch bei der Tigerhaie. Oh, der hat sich verdammt nah angehört. Oh, guck gleich den Megalodon, oder ist er fast die? Ey, das wäre ja der Brüller. Guck mal, der hat ja fast keine Energie mehr. So, wie viel haben wir denn jetzt? 5 plus eine große. Das ist ein großes, das ist ein 10er, ne? 15er sogar. Nur solange mich jetzt keiner mehr nervt, geht die Energie wieder nach oben. Es geht langsam, aber es geht nach oben. Das wundert mich bloß, dass ich jetzt noch wirklich kein einziges Schatz gefunden habe. Das gibt's doch gar nicht.
Dann haben wir da 30, 300. Von denen haben wir 74, das reicht mir. Und die können wir noch mitnehmen da. Okay, taktischen Griff haben wir auch noch. So, nächste. 30 Mann sind sogar nur noch. Gucken wir hier, hey. So, das heißt, der bewegt sich jetzt. Ah, ne, jetzt kommt erstmal die Kugel ab. Also ich habe bis jetzt nichts mehr großartig gesehen. Also wieder Menon ist da. Frecht sich bloß wo. Der sagt, der schießt hier alles nicht so viel ab, dass er da oben in dem Ding nicht angezeigt wird. Aber das ist sowieso hinfällig, da der Steve schon aufhängt zu laufen. Beziehungsweise die Zeit da oben schon angefangen hat. Da schon wieder was können. Aber sollte mir jetzt der Megalodon über den Weg laufen, zählt nur noch eins. Und zwar dieses Viech abzuschießen. Weil so eine Möglichkeit kriegt man nicht oft. Und mehr als genug Schuss habe ich dabei, um das Viech zu killen. So wenig Energie wie der hat. Ja, und wie gesagt, mein zweiter Platz habe ich mich schon abgefunden, weil ich wieder Menoniste war. Ist da. Das heißt, ich werde gleich wieder gnadenlos abgeschossen. Halleluja, ey, was ein Haufen Ding, ey. So, das war die letzte Munition, was ich mitgenommen habe. Jetzt gilt's nur noch Schätze. Ja, also, endlich mal ein Schatz, ey. Ja, Wahnsinn, ey. Das war eine schwere Geburt jetzt, ey. Halleluja, ey. Immer wieder gucke, vielleicht ist irgendwo der Mac. Oh, ich sehe es gerade. So, weit sind wir nicht mehr entfernt von ihm. Ja. Sind nicht mehr weit entfernt. Ja, umso mehr Leute jetzt frecken, umso mehr Punkte kriegst du dann am Schluss für die Platzierung halt, ne? Ich guck schon, ob der Anna noch abschießt. Also sieht man ja, normalerweise nimmt er immer seine große Harpune. Also mal. So, die Frage ist, wo ist der wieder Menon? Ist er schon da und wartet? Oder ich habe aber auch noch nichts schießen hören, also von daher. Einmal möchte ich ihn abschießen. Nur ein einziges Mal. Obwohl ich ihn eigentlich schon abgeschossen habe, ne? Also. Einmal hatte ich ihn erwischt. Nicht gut zu nah. Aber ich darf nicht mehr zu viel schießen, weil ich, wenn der in der Nähe ist, der hört es ja auch. So, sind es nur noch 8, beziehungsweise gleich nur noch 7.
So, wo ist der Steve? Jetzt muss ich natürlich jeden Augenblick damit rechnen, dass ich abgeschossen werde, ne? Gott, ich bin besoffen heute. Danke. Jetzt gehen wir nochmal schnell da oben rein, holen uns mal ein bisschen Medipack oder so einen Scheiß. Das wird mir zwar sowieso nichts mehr nützen, aber... Fünf Mann, unter anderem wieder Menon. Wo ist ein Schatz? Den liefern wir gleich mit ab. Hey, du blöder Hund, bleib da! Oh, die 50 Punkte will ich noch haben. Jawohl! Müssen wir mal gucken, wo müssen wir hin? Blöder Arsch! Was fällt dir ein, du Sau? Mal ganz kurz den Zentrum über den Haufen geprügelt. Noch so, Arsch. Was ist denn los heute? Da ist er! Ja, freilich. Siehst du, das war wieder das. Der erste Schuss, der zählt. Der erste Schuss. Der hat natürlich gehört, wo ich bin, ne? Und freilich. Das ist zum Kotzen, echt. Das ist zum Kotzen mit dem Kerl. Es gibt keinen, was ich mehr hasse, wie diesen Scheiß wieder mit Online. Der kennt mir so auf den Sack, der Kerl. Da hat er sich wieder hin angeschlichen, die blöde Sau, ne? Der hat ja mal einen Schuss gehört, ne? Mein Nerv. Wie viele Leute waren es noch? Vier? Drei? Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Wen juckt's? Ein paar Pünktchen haben wir gekriegt. Das Schlimme ist, jetzt, wo der gerade spielt, da muss ich definitiv, brauche ich große Waffe. Also mit der kleinen Harpune, mit so einem kleinen Fetzelding brauche ich gar nicht anfangen. Jetzt habe ich aber gar nicht geguckt, ob ich ihn getroffen habe, ich nicht. Oh Gott, das ist ja schon gleich fertig, das Spiel. 73. Also Langzeit habe ich da nicht. So viel steht immer fest. Wo sind wir denn überhaupt? Aha, alles klar. Doch, freilich. Das war so klar. Und es ist schon hell. Oh lieber Gott, mein Nerv. Muss ich doch raus. Es hilft alles nichts. Das ist ein verdammt weites Stück bis der Nuff. 5 Minuten. Ja, so weit ist es jetzt auch wieder nicht, aber bei meinem dummen Glück. Aber andererseits, wenn er jetzt noch 5 Minuten braucht, ne? Dann kommt er in dieses Spiel nicht rein. Das heißt, ich habe vielleicht nur ein Spiel Ruhe. Das ist zu meulig. Ich hasse diesen Kerl. Nimm mal gleich mit, komm. Wer war's? Wie viel haben wir da jetzt? 3? Na komm, her mit. So, kein Kompass. So, das heißt, ich muss mich jetzt wieder selber recht zurechtfinden.
Okay, also wir sind gekommen hier. Das heißt, wir sind hier und müssen Kerzen gerade nach oben, okay. Ungefähr so. Na, das ist ja wieder mal herrlich. Komplett planlos durch die Gegend ist. Das gefällt mir am besten. Dann kann ich mal ein paar Pünktchen noch mitnehmen. Das sind immerhin 10 Punkte. Jetzt habe ich gar nicht geglotzt, wie viele Punkte ich überhaupt gehabt habe. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe nur noch 35. Ja, ich weiß, von hinten kommt einer. Na gut, der kriegt mich nicht mehr. Wir sollten vielleicht... Und nochmal. Da hinten ist so ein Ding. Da gehen wir mal hin. Ich glaube, den müssen wir uns holen. Da vorne ist wieder so ein Unterwasser-Ding, so ein Ding, wo man Munition und so einen Scheiß kriegt. Ja, genau da. Das heißt, da kriegt man hoffentlich auch einen Kompass. Rechts, also links müssen wir. Und vielleicht eventuell noch ein bisschen Munition, weil ich mit 20 Schuss, ne? Das wäre ja ein Himmelfahrtskommando. Nämlich nix. Ach so, Kompass, ja genau. Den hatte ich ja ganz vergessen. Nehmen wir Anna mit. Den nehmen wir mit. Da haben wir schon ein paar. 30 Schuss. Die 30 Schuss. Die nehmen wir Anna mit. Boah, das ist ja voll im Marco-Heu-Gebiet, ey. Wie lange haben wir? 1,42. Das heißt, wir sind jetzt hier um irgendwo in dem Gewurschel da. Sind wir. Ein neuer Zuschauer, herzlich willkommen bei Last Tide. Heute mal Last Tide. Oh, Schatz. Finde ich fein. Ja, den brauchen wir noch, den haben wir schon. Wir können uns nicht immer großartig Zeit lassen, ey. Aber den nehme ich mit. Den will ich. Ich glaube, wir nehmen heute mal ausnahmsweise den da. Ich muss weiter, es hilft nichts. Wie viel von deiner Druckluftdinger, Hermann? Zwar. Ich weiß ja nicht, ich mochte die Waffe nicht mehr. Also das, es tut mir leid, ey. Ich nehme doch lieber die. Ach du Scheiße. Jetzt wird's aber Zeit, ey. Na, freilich. Alter, nicht einmal aufgeladen. Boah, Gott sei Dank, ey. Kann ich nicht mal mehr ins Schiff oder sonst wo? Nein, ey, ich muss durch, sonst weiß ich nichts mehr. So, jetzt haben wir das Schiff. Jetzt kann ich euch sagen, wo wir sind. Und zwar müsste das entweder hier oder hier sein. Das ist eine verdammt lange Strecke, denn auf. Mir wird's jetzt schon schlecht. Oh, ihr Leid. Das bist doch nuff. Oh, mein Nerven. Ja, wir sind gleich bei dem Ding, bei den drei Türmchen. Da kommen wir jetzt gleich hin. Müsste doch jetzt da vorne irgendwo gleich sein. Ja, wir sind schon bei der Marco-Haie, guck.
Abschießen lohnt sich nicht mehr, gibt keine Punkte mehr dafür. Ja, da ist schon das Schiff. Das heißt, wir sind jetzt kurz vor der Linie da. Kurz davor. Das heißt, das müsste eigentlich dort hier das Schiff sein, genau. Andererseits, wenn wir da einen Pottocken finden würde, ne? Dann könnten wir uns ganz schnell in Luft bewegen. Und zwar richtig schnell. 20. Ich glaube, wir wechseln auf Harpune. Komm, gib mir einen Pottocken. Noch einmal mit. Ich weiß, hier direkt in der Nähe ist dieses Ding. Dieses Abschussgerät. Fuck, Alter. Keins. Nicht haben wir jetzt die Zeit verdrödelt, ne? Scheiße. Leck mich am Arsch. So, jetzt sind wir am Zaun. Jetzt muss ich mal wieder blöde Drecksviech da ohrliche. Also jetzt sind wir hier. Direkt an dem Zaun. Es dauert jetzt noch eine Minute, dann fängt der Steve O zu laufen. Der schwimmt fort. Easy Coconut. So, jetzt bin ich immer gespannt. Wenn er jetzt reinkommt, der wieder mit und hat wieder eine 2 oder eine 3 große Harpune, ne? Also dann stimmt irgendwas nicht. Also, weil der hat jetzt nämlich keine Zeit gehabt, da nur zu gehen und sich hier 2 oder 3 Harpune zu holen. Oder sonst irgendwie. Also, dann wäre wirklich was faul. Nix. Jetzt brauche ich auch kein Pottocken mehr oder irgendein Scheiß. So, da war der erste. Da ist das Schiff. Sind wir jetzt hier ungefähr mittendrin. Also, wir packen es auf jeden Fall in den Kreis. Naja, also so viel ist es einmal fest. Da ist der letzte. Das heißt, wir sind jetzt hier ungefähr. Bloß ist es halt eine Saustrecke der Luft, ne? Da schwimmt einer. Computergegner, sonst hätte er sich schon lange anders da verhalten. Herrgott, bleib doch mal. Jetzt. So, mach dich mal vom Acker. Ich hoffe, du hast eine große Knarre. Nein, hat er nicht. Mal gar nicht rum. Wir schwimmen jetzt mal ganz schnell. Da ist er durch. Nix. Also weiter, komm. Da nochmal kurz reinglotze. Oh, neue Zuschauer, herzlich willkommen bei Last Night. Ja, ich hab's eilig. Ich bin weit vom Steve entfernt. Ah, ja, jetzt Moment mal. Da waren wir. Boah, Alter, ey. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? Machen wir auch. Wir schwimmen rüber zum Ding. Das war ganz dringend. Dürfte nicht allzu lang dauern. Das dürfte dann Minimum mal bis dahin dürft's reichen. So, dass wir auf jeden Fall drin sind.
Gott. Die Flasche müssen wir nehmen. Also wie gesagt, der Wiedermenon war gerade noch im anderen Spiel drin. Da waren aber noch 3 oder 4 andere Leute drin. Das heißt, es hat ja noch eine Weile gedauert. Wenn der jetzt wieder hier in diesem Spiel drin ist, ich meine, ich bin ja auch gerade erst seit 3 oder 4 Minuten drin, und der hat wieder eine große Harpune, dann stimmt was nicht. Da kann einer erzählen, was er will. So, das Potocken ist da hinter dem Stein. Wir gehen schon nochmal weil hier hin. Das ist doch da hin nicht dran, ne? Da oben ist es ja. So, kein Hai in der Nähe. So. Dann gehen wir mal. Jetzt machen wir natürlich brutal Boden gut, ne? Also das ist ja natürlich richtig fett geil. Passiert leider nichts. Kann man leider nicht abschießen. Bei Taucher funktioniert es also. Bei Taucher kannst du umhauen mit den Dinger. Aber Haie leider nicht. Ja, Moment mal, der bewegt sich da. Oh, noch weiter weg. Ich glaub's ja nicht, ey. Also das war definitiv ein Neuer. Dieser Rusischka sieht man da. Ich muss mich beeilen, ich habe 2 Schätze dabei, ne? Ja, sind 100 Punkte. Wir sind trotzdem noch euch weit. Jetzt kommen wir in die Stadt, nein. Ah, Unterwasserstadt. Das ist gut. Verfluchte Scheiße, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Freilich. Oh, der hat eine verdammt große Waffe. Wäre nice, wenn ich hier auch eine kriegen würde. Also ich weiß zumindest jetzt mal, wo ich bin. Da müssen wir rüber. Komm, da machen wir gar nicht lang rum. Schwimmen wir mal gleich durch. Gleich muss man wieder meinen Potocken am Anfang wechseln. Diese schwarz-weiße Ding geht mir langsam auf den Sack. Geht noch weiter hinten aus. Oh, was sehe ich denn doch? Das ist natürlich eine feine Sache, ne? Nochmal. Dinge ein bisschen gesteigert. Wäre echt geil, wenn da vielleicht noch eine große MG oder irgend so ein Scheiß rumfliegen wird. Wäre echt ein feiner Zug. Ich habe gerade Zeit, irgendwo großartig nachzugucken. Ich meine, ich bin nicht mehr weit entfernt von dem Punkt. So ist es nicht, ne, aber... Nur die. Da läuft nix. Oben läuft nix. Da unten läuft noch was. Mal gucken. Nix, ne? Wie viel? 8. Das reicht mir locker. Das Ding habe ich auf hier. Das reicht.
keine große Waffe. Ne? Das geht's. Weil da oben noch. So, jetzt sind wir fast draußen. Also das heißt, wir müssten schon fast da sein. Also wir sind jetzt ungefähr hier. Also das Steve müsste hier irgendwo sein in der Nähe. Müsste hier irgendwo sein. Herrgott, sagt Zement noch einmal. Wird doch wohl irgendwo mal eine große Knarre rumfliegen. Wir sind immerhin im Makohai-Gebiet. Nein, hab ich gedacht. Nix. Nix. Das ist ein Witz. Das ist Kletasche. Toll. So viel Harpune brauche ich jetzt auch nicht mehr. Kannst du machen, was du willst? Nix. Ich glaube, das war das letzte. Da ist er, guck. Doch, bist der ist hier irgendwo. Der müsste doch gleich stehen bleiben, weil ich so viel so weit hinaus geht's bald nicht mehr, ne? Na doch. Sag mal! Du hast das, was ich brauche. So, hey. Guck doch mal hier, der hat eine Dreier, ey! Gott, sauber! Kein Wunder, dass der so viel abgezogen hat, der ist Arschloch. So, also die 200 nimmt man keiner mehr. Jetzt geht's erstmal Auffrischungskurs. Mal 0. Jetzt muss ich schon mal gucken, wo geht denn der hier? Der geht noch weiter hin. Lieber Himmel, ey. Mal noch eine. Sieben. Kommt mir noch eine Ahne. So. Schauen wir mal. Also da hinten draus war ich auch schon lange nicht mehr. So, hier bleibt er also. Okay. Wollen wir uns mal ein schönes Plätzchen suchen, falls der aller Arsch wieder kommt. Wo könnte man sich da verstecken? Deine Felsen sieht das natürlich sofort, ne? Weil ich da so viel Licht. Es sei denn, ich stelle mich da in den Schlitz rein, ne? Da her. Dann sieht er mich vielleicht nicht. Ich sehe es gerade. Sollten wir einmal nehmen. Dreimal noch. Das ist unglaublich. Also da war der Steve auch schon ewig nicht mehr. Alter. Wahnsinn. Ey, wir sind schon fast ganz der Typen beim schweren Bomber. Also da geht es jetzt schon fast in die Ding da. In die Dingzone. Von der Weiß, Hochsee-Weißflossenhai.
Ich sehe es nicht. Da. Da her wieder. Also noch weiter hin. So. Zweimal nur noch. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch in das Spiel reingekommen ist. Freilich. Da ist wieder mal gar nichts zum Verstecken. Ich habe aber auch noch keine große Harpune, noch gar nichts gehört. Also. Na gut, es ist eine große Knarre, die kann er überall herkriechen. Auf jeden Fall kommt der Schieße von da drüber. Das andere war da hinten. Also, einer von denen zwei ist im Arsch. Andere kam von. Also Kamikaze ist tot. Jetzt werden wir es bald merken, ob es war oder nicht. Fakt ist, der Steve wird sich nicht mehr großartig weit weg bewegen. Das wäre jetzt das vierte Mal. Also der Radius wird jetzt natürlich immer kleiner. Ja, der bewegt sich fast gar nicht mehr. Die Frage ist jetzt nur, welcher von denen zwei war es? Der, wo aus der Richtung geschossen hat, oder der aus der Richtung? Lieber Gott, ist schon die Wand. Oh, mein Nerve. Gucken wir mal außen rum, ob da einer schwimmt. Da kommt ein Hai. Da vorne ist er. Computergegner. Ja. Also, wieder Menon ist es nicht. Der wird jetzt gerade gefressen, also hast du richtig gesehen, das war ein Computergegner. Die hauen dann irgendjemand ab und gehen aus dem Ding raus. Da. ...679 Punkte, also ich hatte schon definitiv wesentlich mehr. Der Brüller war es jetzt nicht, aber... So, was haben wir denn überhaupt? Naja, also vorhin habe ich ihn nicht getroffen. So viel steht immer fest. So, wie gesagt, der eine Punkt kommt ja noch oben drauf. Das sind 6 plus die 5. Na gut. Also entweder will er es den Monat richtig wissen, ne? Na gut, also von der Sicht her ist er einiges noch hin und drauf. Also da brauchen wir noch mit Kaka schon was Gedanken machen. Ich glaube, der 305, 310 rum dürfte er heben. Der gut 15 Sieg, ich glaube 302, 305. Ja, 320 dürfte er mittlerweile ungefähr haben. Ich meine, ich habe schon über 600. Oder waren schon 700? Keine Ahnung, was weiß ich. Ich muss auf jeden Fall mal kurz aufstellen.
Bei meinem Glück sind es jetzt wieder bloß 5 oder 10 Minuten und der Vitaminon ist auch mit da und ich habe dann wieder nur eine kleine Knarre und konnte sowieso aufhören. Naja, ein paar mehr Minuten. So, ja, ich will gucken, wo sind wir dann? Alles klar? Mhm. Ziemlich in der Nähe. Ach scheiße, ich wollte ja meinen Pottocken ändern. Scheiße, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin, ne? Ah, alles klar. Ah! Das so war's natürlich nicht gewollt, ne? Scheiße. Voll gechige Brüchle. Da ich denke, dass unser Freund mit dem Katzenbild hier in diesem Game gerade drinnen ist, werden wir, weil es noch 25 Minuten sind, mal ganz dezent an den Ölbohrturm von der Tigerhaie gehen. So ganz dezent. Nehmen wir Anna mit. Und mach's Loch auf. Tasche haben wir noch nicht. Den nehmen wir mit. Den. Haben wir da schon einer? Ja, der reicht dann. Der da. Danke. Zwei Druckluftflaschen haben wir. Dann haben wir zwei. Nein. Hab ich da gerade einer schwimmen hören? Jetzt merke ich, wenn ich gleich einen über den Deckel gezogen kriege. So, das heißt, wir gehen dahin. Feiner Zug. So, der kommt da drüber. Und der kommt von da. Das sind sogar zwei. Ja, köstlich, das Sau! Wo wolltest du hin? Den nehmen wir Anna mit. So. Anna. Nest oder was? Alles hämisch. Oh, Scheiße. Scheiße, jetzt müssen wir langsam vorsichtig sein. Sonst geht die Munition flöte und ich hab nichts mehr. Vor allem, weil ich jetzt gleich ins Marco-Hai-Gebiet guck. Aber zum Ding kommen wir auf jeden Fall, das ist kein Problem. So, an dem Schiff bleiben wir heute ausnahmsweise mal nicht stehen. Dafür ist mir die Zeit ein bisschen zu euch knapp.
Weil das heißt ja nicht, wenn wir da hinten an dem Ölbohrturm sind, weil das sind ja Tigerhaie, also da könnte es ein bisschen länger dauern, bis wir da durch sind. Von daher ein bisschen schneller machen. Egal, Punkte sind Punkte. 57. Na gut, 62. Wenn man so sieht. Nur ob da was Nützliches drin ist. Sieht nicht so aus. Ja, was ich noch sagen wollte für die zwei, wo Sachen, wo ich treffe. Ah, der Freck von Allee. Was ich noch sagen wollte, die letzten zwei Livestreams, wo ich ein neues Abo dazu gekriegt habe von den Kerlen. Wenn ihr ein Abo da lasst, dann könnt ihr das ruhig in den Chat schreiben, weil ich sehe das hier nicht, wenn einer jetzt direkt ein Abo da lässt. Diese Funktion habe ich leider noch nicht eingestellt. Ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert, dass ich das dann sehe, wenn gerade einer irgendwie ein neues Abo da lässt während dem Livestream. Da müsste ich mal gucken, wie das funktioniert. Da mache ich mich immer schlau bei YouTube. Da wird es wohl irgendwie was geben, wo man das machen kann. Also wie gesagt, wenn jemand während dem Livestream ein Abo da lässt, würde ich mich schon gerne dafür bedanken. Und schreibt's aber bitte dann in den Chat rein, dass ich mich dann auch gleich bedanken kann. Weil ich, wie gesagt, ich habe diese Funktion noch nicht eingestellt. Oh Gott sei Dank. Ja, freilich, leider nächste. Oh Scheiße. Das geht nach hinten los. Gott sei Dank. Oh, ich warte, bis wir unten drin sind. So. Jetzt kriege ich mal wenigstens eine große Knarre. Definitiv. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich weiß bloß noch nicht, was für eine große Knarre. So, jetzt machen wir erst einmal. Das ist so ziemlich das Hardcore-Gebiet von der Bull, von der Tigerhaie hier, ne? Weil die nämlich hier ohne drin rumschwimmen, die Scheißviecher. So, gehen wir wie immer der übliche Weg. Nämlich. Schatz, danke. Oh, wunderbar. Rotpunktvisier. Ich hoffe, das kann ich für große Harpune benutzen. Das werden wir aber gleich sehen. So, jetzt gehen wir da hinten. Ja, jetzt ist der Bangers tot. Doch gesagt, der Freck von Allee. Moment mal, wo bin ich denn? Wo ist denn meine scheiß Tür? Ah, scheiße. Der steht direkt vor mir, die Blumen. Scheiße! Das ist das, was ich gesagt habe, die Blöde. Scheißviecher, die schwimmen euch hier ohne rum. Holla, ich hab die große Harpune. Das heißt. Oh, Alter. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin, verdammt. Oh, Scheiße, das hört sich verdammt nah an. Wo ist diese blöde Tür? Muss doch hier irgendwo sein, verflucht. Da? Nö. Da ist sie!
Nee, das ist sie nicht. Scheiße, verdammt. Da war Martin. Wo ist denn die blöde Öffnung? Sag mal, bin ich dann blöd oder was? Ein Schuss, ein Treffer. Oh, stimmt. Sollte man vielleicht wechseln. Ich habe nur 20 Schuss, das ist ein Witz. Das ist eine Lachplatte. Ja, schön. Echt toll. Taschenlampe. Die nehmen wir mal mit, wisst ihr das? Der ist hier unten. Und zwar, gucken, ob wir die. Jawohl, geht drauf. Die F an, dass wir mal da unten was sehen, ey. Wo ist denn der scheiß Eingang? Das gibt's doch gar nicht. Oh ja. Ne, der ist oben. Der ist oben. Moment mal. Da ist das Ding. Da ist er. Nein! Sack! Er war doch nicht oben. Scheiße! Ja, freilich, nein, der nächste! Als drauf gibt das Fett! Leck mich doch all am Arsch! Wo ist denn jetzt wieder mein Scheiß? Oh, ich krieg die Krise, ey. Jetzt bin ich richtig. So. Ich wusste es, dass ich große Knarre krieg. Taschenlampe. Die haben wir jetzt. Die brauchen wir nicht mehr. Wie sieht's? Oh, ich fuck mein Nerven. Hose. Ah, zwei große Medipacks, das ist doch, das wollte ich doch. Wie viel haben wir da? Noch zwei, das reicht mir. Harpune, wichtig. Den nehmen wir mal für den da unten. So, euch wenig Harpune, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Die nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Große Tasche nehme ich mit. So, Helm. Noch ein Medipack. Machen wir so. So, jetzt wird es Zeit, dass wir hier mal ganz schnell verschwinden. Oh, lieber Himmel. Klappt, dann nehme ich noch mal einer mit. Medigas können die nur gebrauchen. Haben wir da sowas? Denkt nicht drauf. Wie schaut's da aus? Na, also. Kleines bitte. Dann gucken wir da schnell noch einmal. Na komm. Oh, fein. Oh, fein. Ey, Moment mal. Wir sind doch hier. Alter.
Leck die Welt am Arsch. Kommt, das packen wir sowieso. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Und jetzt nichts wie Fatt. Schlank genug rumgemacht daneben. Kein Hai zu sehen. Das ist ja. Ja, da kommen wir sogar noch in der Stadt ohne vorbei, in einer Wasserstadt. Schießt doch nicht auf mich, oder? Nö. Sonst dürfte ich schon fast raus sein aus dem Gebiet. Also falls euch nicht mal zuguckt und da rechts oben sieht, dass Fiedermenon da ist oder Mobnex, mir aber bitte in den Chat schreiben, weil ich gucke da nämlich als nicht hin. Nur ganz selten. Nur, dass ich halt immer Bescheid weiß. Ich glaube, da hinten drohe ich schon die Ding, die Stadt, die Unterwasserstadt. Ja. Da geht's schon los. Ich bräuchte nämlich echt noch ein paar Harpune, weil ich habe nämlich fast keine Schüsse. Also 28 Schuss, das ist dieses Lachblatt. Erste Hilfekiste, Ding haben wir alles mehr als genug. Bloß Ding fehlen wir. Harpune. Halleluja! Blöde Kellerasse. Mein Schwein pfeift, hey. Was ein Wichser, ey. Hat mir fast die ganze Energie wieder abgezogen. Die Sau, die fragte. Ah! Sehr schön. Ob da noch was Medipack mit. Lieber Gott, nur so wenig Munition. Ich muss doch ein bisschen was mitnehmen. Die Anach. Mal kurz gucken. Ein kleiner. Und den Krause noch. Und dann reicht es. Hoffe ich. Insofern mich erinnere, alle Mann hier in Ruhe lassen. Da vorne sehe ich was. Ja Gott, ich bin halt zu blöd zum Schießen, hey. So, du schießt mich nicht mehr ab. Ich brauch echt noch unbedingt Harpune, hey. Da! Nehmen wir Ammel mit. Ist nix. Apropos, das Ding wollte ich Ammel auffüllen.
So, das heißt, wir waren jetzt gerade da. Ja. Da wollen wir mal hin. Ein Schiff hier. Wie lange haben wir noch? 6,5? Oh, lieber Gott. Da gehen wir definitiv mal rein. Von denen haben wir jetzt genug. Ich brauche Harpune. Haben wir eigentlich einen Schatz? 3? Das ist ja Wahnsinn. Moment mal. Ah, haben wir schon. Haben wir schon. Nee. Pflasterkit haben wir genug. Das gibt's doch nicht, oder? Ja, jetzt wo ich Harpune hab, dann kriegt man bei der Marco Haie ein Ding dazu. Das ist unglaublich, oder? Wie gesagt, sowas kommt sehr, sehr selten vor, dass man bei der... Den nehmen wir mit. Dass man bei der Marco Haie, dass man dort Ding kriegt. Haben wir schon. Kein Schatz, kein Ding, kein gar nichts. Warten wir mal kurz, bis das Ding fertig geladen hat. Wie viel haben wir? 53. Also, ruf auf die Sau. Es gibt alles noch Punkte. So, ihr Bäume. Ich sage mal an der Bohrstation da hinten, wo der Steve ist, da gibt es ja mehr als genug Munition. Also ich denke mal, dass man da definitiv noch mehr als genug Harpune kriegen werden. Von daher scheiß die Wand an. Jetzt dürfte es nicht mehr lang dauern, bis wir beim Ding sind, ne? Ja. Wir sind gerade an dem Ding vorbei. An dem da. Das heißt, da vorne müsste schon der Bohrturm kommen. Und dann haben wir noch 3 Minuten 30 Zeit, um ein paar Haie abzuschießen. Noch ein paar Pünktchen zu machen. Solange da oben rechts oben das Ding nicht steht, die Anzahl der getöteten Gegner beziehungsweise wie viel noch da sind im Spiel, kriegt man für die Haie noch Punkte. Sobald das da steht, ist Feierabend. Da sind keine Harpune dabei. Schon komisch, dass da überhaupt nichts. Ah, guck mal. Ein neuer Schatz. Ich würde sagen, umgucken kann ich mich dann immer noch. Wir suchen noch in den letzten 2,5 Minuten noch ein paar Haie. Würde ich jetzt immer so sagen. Sagt, den ganzen Mist kann ich später nachgucken. Wenn das Ding abgelaufen ist. Nochmal 10 Punkte.
ihr blöde Viecher. Das ist ja unglaublich. Keine einzige Haie schwimmen hier rum. Das ist doch absolut unglaublich. Das klappt doch kost auch. Den nehmen wir noch mit. Von hinten kommt nichts. Vorne kommt nichts. Nehme ich mit. Jetzt ist gleich rüber. Kommt wenigstens einer noch. Auf, ihr kommt raus aus eurer Le- Da! Haha! Den habe ich nur mitgenommen. Und den nehme ich auch noch mit. Sauber. So, jetzt ist rum. Zeit ist abgelaufen. Jetzt können wir noch Muni suchen. Oder Schätze, oder was weiß ich was. Nein. Also nur Harpune und Schätze. Das ist das Einzige, was mich jetzt interessiert. Wie sieht's dort hin aus? Da ist einmal gar nichts. Hammer genug. Der ist oben. Der ist da hinten. Juckt mich aber jetzt nicht. Harpunen? Nein. Sauerei. Gucken wir da nochmal nach. Kein Schatz, keine Harpune. Kein Schatz, keine Harpune. Dasselbe wie hier. Ja, reicht mir. Oh, da. Nehme ich. Mal schon 5. Muss man nur noch abgeben. Wie sieht denn das mit der Druckluftflasche aus? Da sollte man vielleicht. Wo habe ich es gesehen? Machen wir das mal anders, dann machen wir die mal voll. Und die nehmen wir mit, das reicht dann definitiv. So, gehen wir mal eine Stufe weiter nuff. Doch, da liegt noch was. Da liegt noch. Sehr schön. Brav. Eine Etage weiter hoch. Also entweder kommt da vorne das Boot angefahren oder da kommt einer mit einem Pottocken angeraust. Was dann wiederum bedeuten würde, es ist definitiv ein normaler Gegner da. Was wahrscheinlich wieder mit uns sein wird. Nix, 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 nix. Nix, nix. Wo ist denn eigentlich der Blödstief? Weil ich den noch nicht gesehen habe, gehe ich immer stark davon aus, dass er unten drunter ist. Sag ich jetzt immer. Oh, mal unten drunter schwimmen. Oh, ja, Männer.
Da hinten kommt der Licht. Ja, da vorne ist er. Da habe ich mir doch fast gedacht, dass der wieder ohne Drohne hängt. Wie viel haben wir? 5? Tja, dann bedanke ich mich für 250 Punkte. Oh, was ist das? Ein Opfer. Gott sei Dank. Da wollen die hier. So, gehen wir mal ganz nur. Schauen da mal nach. Smart Computer Gegner, der hat sowieso nichts. Kein Schatz, keine Harpune. Da ist nix. Da ist nix. 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 Da ist auch nix. Mal da oben. Ja, Gott, sag mal. Auch nix. Nix. Das ist zum Heute. Hey, apropos. Na, dauert noch ein bisschen. Mal hin in den Laden rein. Sonst auch immer was den Sachen machen. Da. Da sind die Krause. So, jetzt müsste es aber langsam. Ne, dauert immer noch. Spekulieren wir mal. Also im Normalfall würde ich sagen, der geht da hinten aus Richtung viel Glück Basis. Aber in letzter Zeit hat er ja sehr, sehr seltsame Wege. Der Steve. Vielleicht geht er auch Richtung Rohrstadt. Wollen wir gleich heben. Moment mal, erst mal gucken, nicht, dass da einer kommt, nicht, dass hier abgeschossen wird. So. Das gibt's doch nicht, ey. Der geht wirklich da hinten aus. Hab schon gedacht, ey. Also heute mache ich definitiv nicht so lang wie gestern. Also, ich glaube, ich mache sogar nach dem Spiel schon Feierabend. Ich meine, ich habe schon fast eine Dreiviertelstunde, das reicht. Ich muss ja nicht jedes Mal 8 Stunden machen, das wäre ja Wahnsinn. Keine Einsicht. Ich traue der Sache als nie. So, Schätze haben wir ja alles abgegeben. Ja. Jetzt wird es langsam mal Zeit, dass wir mal da oben gucken, ob der Zipfelklatscher da ist. Das habt ihr nämlich noch nicht nachgeguckt. Oh nein.
Das war andere Knarre, also ist definitiv wieder einer da. Ich weiß nur nicht wer. Das war eine normale große Waffe. Aber da hinten ist ein anderes Ding gekommen. Frage beantwortet. Was willst du dazu noch sagen? Gerade habe ich es noch gesagt, das war andere Knarre. Da muss einer da sein und schon wirst du hinterrücks abgeschossen. Das ist doch unglaublich, oder? Ey, dass der mich jedes Mal hinterrücks abschießen muss. Ne? Jedes Mal. Ey, wenn ich denn einmal so hinterrücks kriechen würde. Nur einmal nur. Das ist echt zum Kotzen, ey. Das ist unglaublich. Das ist absolut unglaublich. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu noch sage. Der hat jedes Mal das dumme Glück, dass der mich als erstes sieht. Wenn ich als erstes sehen würde. Na, einmal. Das gibt's echt nicht mehr. Das kann nicht wahr sein, ey. So. Aber wie gesagt, für heute soll es das mal gewesen sein. Ich meine, ich verliere immer gegen eine Katze. Hallo? Das ist unglaublich. Ich hasse diesen Kerl. Es gibt keine Person bei einem Ding, wo ich mehr hasse wie den. Das ist unglaublich. Ja, was soll's, was räche ich mich überhaupt auf? Ja, also wie gesagt, für heute mache ich immer Feierabend. Ich habe wieder meine Lektion gekriegt vom Nekominon. Aber irgendwann kriege ich dich. Irgendwann kriege ich dich. Und warte da, wenn ich den ersten Schuss mache, dann ist er fällig. Ja, was soll's. Wie gesagt, ich bedanke mich wie immer bei jedem, wo reingeschaut hat. Und für heute soll es das gewesen sein. Ich sage tschüss, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.